Hallo, willkommen beim Screencast Prozessliste. Was für Programme bzw. Prozesse laufen eigentlich im Hintergrund? Im Textmodus verhilft mir der Befehl PS dazu, einen Blick auf die Prozessliste zu werfen. Ich wandere mit dem Mauspfeil auf Anwendung, Zubehör, klicke auf Terminal und kann so Kommandos eingeben. Einen kurzen Optionsüberblick verschafft mir die Eingabe PS. Leerzeichen, minus, minus. Help, Enter. Kommando PS, Leerzeichen, minus AX, Enter. Lässt eine Tabelle aller laufenden Prozesse erscheinen. In der ersten Spalte kann ich die Prozessidentifikationsnummer ablesen. In der zweiten, von wo der Prozess gestartet wurde. In der dritten sehe ich den Prozessstatus, zum Beispiel S für schlafend oder R für gerade laufend. In der fünften Spalte ist das eigentliche Kommando zu dem Prozess. Welche Prozesse den Prozessor am meisten belasten und wie der Stand des Speicherbedarfs ist, verrät mir Tool Top. Ich tippe ein Top Enter und bin bestens informiert. Welche interaktiven Kommandos bei Top genutzt werden können, kann man nach dem Drücken der Taste H für Hilfe vom Bildschirm ablesen. Das Beenden von Top wird durch Taste Q eingeleitet. Kommando F-User kann ermitteln, welcher Prozess auf eine bestimmte Datei zugreift. Notwendige Eingabe dazu: Schrägstrich, sbin, Schrägstrich, F-User, Leerzeichen, minus V, Leerzeichen. Als Beispiel mal die Datei Schrägstrich dv Schrägstrich pts Schrägstrich 1 Enter. Möchte man die Prozessidentifikationsnummer herausfinden und man weiß den Namen des Kommandos, setzt man Tool PID OF ein. Ich tippe ein Schrägstrich sbin Schrägstrich PID OF. Leerzeichen als Beispiel Kommando Bash, Enter. Dann sehe ich die Prozessidentifikationsnummer. GNOME stellt das Programm Systemüberwachung zur Verfügung, um einen Überblick über die laufenden Prozesse zu bekommen. Das Programm wird gestartet mit dem Befehl GNOME-System-Monitor. Enter. Oder ich gehe mit dem Mauspfeil auf System, Administration und klicke auf Systemüberwachung. Mit der Ansicht ist es möglich, alle aktiven, alle Prozesse oder nur alle eigenen Prozesse anzuzeigen. Unter Bearbeiten, Einstellungen kann man den Informationsumfang der Tabelle beeinflussen. Man kann Prozessfelder hinzufügen, indem man ein Häkchen setzt, oder auch welche wegnehmen, indem man das Häkchen entfernt. Anschließend klickt man auf Schließen. Die Systemüberwachung gibt es ebenfalls als Objekt für ein Panel. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf ein Panel, gehe auf zum Panel hinzufügen, klicke auf Systemmonitor, anschließend auf Hinzufügen, gehe auf Schließen, klicke jetzt hier auf das Objekt und es erscheint die Systemüberwachung. Okay, das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.